Das hier ist normaler Sand. Das hier ist roter Sand. Nice. Geht's da noch weiter oder ist da Ende? Da ist Ende. Okay. Das war ein sehr kleiner Ausflug. Hier ist nur Ozean. Ist ja kaum zu fassen. Guck mal. Hier geht's nirgendwo weiter. Ein kleiner Lavasee. Ein kleiner Lavasee. Vor allen Dingen. Winzig. Schon fast winzig ist der. Klein. Fast reingefallen da. Ah! Oh Gott. War keine Lava, war zum Glück nur. What are you doing? Are you making Obsidian? Yes. Doch, kannst du wohl abbauen. Du hast ja eine Dingens dabei. Die Behutsamkeit, aber die bringt dir jetzt auch nicht so viel. Hellgrau gefärbter Lehm. Wie viele Sorten gibt's eigentlich? Haben wir nicht schon alle von der anderen Exkursion? Hier ist dunkelbraun gefärbter Lehm. Gelber Lehm. Ich nehme mal von. Das sieht aus wie gelber Schnee. Das kann ich ja oben in der Burg einbauen. Wo dann das Klo ist. Ja, tun dies. Soll ich das mal machen? Oben an der Burg, wo das Klo ist, da kommt gelber Schnee. Silber und brauner Schnee. Hier ist die Kante. Die Hunde sehen ja auch pannen aus in dem Texturenpaket. Hier ist immer noch ein neues Biom. Ich laufe mir hier weiter. Mal gucken, ob ich irgendwie mal die Kante, die haben wir. Das sind aber auch, guck dir mal diese Lehmberge an. Das ist ja krass. Guck mal hier. Alter, das ist ja noch größer. Ich dachte, der wäre jetzt schon groß gewesen. Aber den. Das ist wie ein gemischtes Eis. Ne? Wo bist du eigentlich? Hinter mir. Hinter dir. Ah, hier ist noch eine andere Farbe. Hier haben wir noch orange gefärbt. Sieht echt aus wie irgendwie so ein gemischtes Eis oder so. Verrückt. Ach so, hier ist noch mehr. Wonderful. Also mein Inventar ist jetzt voll. Ist voll. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Farben an Lehm. Ja, mein Inventar war ja komplett leer, also von daher konnte ich ja frisch alles mitnehmen. Ich frage mich nur, wo es da noch weitergeht. Und wie man hier runterkommt. Ich bin ja ein neugieriges Etwas. Was machst du da oben? Abbauen noch von den Stacks, die ich jetzt habe. Noch mehr abbauen? Ach so, ich verstehe. Jetzt weiß ich, was du mit den Stacks, die du hast, meintest. Jetzt habe ich schon verstanden. Jetzt hab auch ich dann verstanden, was du eigentlich wolltest. Jetzt habe auch ich endlich verstanden, was du mir sagen wolltest. Hat ja lange genug gedauert. So, ich laufe mal hier an der Klippe entlang und stelle fest, es ist einfach nur Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Es ist ein riesiges. Es ist einfach nur Wasser. Es geht zu nichts anderem. Hier ist diese Lehmküste und der Rest ist nur Wasser. Ich kann nichts anderes mehr sehen, außer Wasser. Total verrückt. Also ich bin noch nicht weit gekommen, ich bin quasi nur die Küste entlang, aber hier ist auch nichts. Oh, da drüben ist eine Insel. Tatsache, da ist tatsächlich mal eine Insel. Oh, ich glaube, da passiert so langsam mal was. Also das heißt, du kannst dich so langsam mal auf den Weg hierhin machen. Wobei wir so langsam auch uns auf den Weg nach Hause machen sollten, weil es wird doch wieder dunkel. Und ich will nicht nochmal. Ich auch. Besonders mit den Wertsachen, die wir jetzt haben. Eigentlich. Oder zumindest ungern möchte ich das. Warte auf jeden Fall jetzt hier. Hin. Nee, hier ist Richtung Hause. Richtung Hause. Quatsch. Da oben noch nicht. Doch, hier ist überall Richtung Hause. Zumindest wenn man in die richtige Richtung läuft. Wenn die richtige Richtung ist offensichtlich, ne, logischerweise altes Biom. Wo ich jetzt schon mal bin.
zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns, lauf einfach mal altes Biom und immer geradeaus. Ich komme schräg rüber. Das sieht ja geil aus. Hier ist dieser, sieht ja super geil aus. Hier ist dieser, dieser Lehmberg in Stücke geschnitten. Oder ist an der Kante abgeschnitten. Und das sieht, das ist immer so eine Schicht, eine Farbe. Das sieht aus wie so ein Kuchen. Kennst du so Regenbogenkuchen? Und hier ist so ein geschnittenes Stück davon. Das sieht total geil aus. Und es wird so dunkel gerade, scheiße. Einfach immer weiterlaufen, Timo. Immer ja, weiter. Ja, ich bin auf dem Weg. Bist du im Fichtenwald? Bin auf dem direkten Weg zum Fichtenwald jetzt. Ja, hier ist überall. Hier ist quasi überall Fichtenwald. Also von daher. Da ist schon der erste Creeper, da weich schon mal aus am besten. Wenn ich jetzt auch die Himmelsrichtung wüsste. Scheiße. Jetzt habe ich mich dreimal gedreht und weiß nicht mehr, wo ich bin. Kacke. Ah, Maisel, wo bist du? Finde ich doch nie wieder weg. Also ich sehe hier gerade hinter diesem Berg, wo Lehm war, sehe ich jetzt hier gerade noch einen Berg mit Sand. So, und dann ist da dieser Fichtenwald. Ja, Fichtenwald ist nicht das Verkehrteste. Warte mal. Der Mond geht wo auf? Osten oder Westen? Ich habe hier oben einen Lichtmann gemacht. Siehst du das? Nee. Ich bin, warte. Also der Mond ist gerade... geht gerade auf in die andere Richtung. Da ist das Licht. Also da genau die... Okay, ich sehe dein Licht. Da hinten. Ah, da hinten ist das Licht. Dann hinten hüpfe ich. Komm mal in den Wald. Wald. Komme in den Wald. Das, was du gerade meintest, war der die Wüste, die dann anfängt. Wo willst denn ich, du wohl sein? Ich bin hier auf so einem Sandkackstift. Ja, hier sind überall welche. Also. Hier ist alles voll mit welchen. Wir kommen mal gleich in den Dschungel. Wo bist du denn? Ja, guck mal, ey, wo du bist. Ja, von dem Licht aus. Ah, da hinten, ja, noch weiter, Wald. Noch weiter, noch viel weiter. Ich sehe dich da hinten. Ich bin über den Baumwipfeln so ein kleines Mannequin, was da so auf so einem Kackstift hüpft. Ah, andere Richtung. Ja, jetzt da runter, hier hinten. Da hinten, ach, scheiße. Ich komme dir entgegen. Doofe Idee hier. Oh ja. Tell me about it. So, dann sag mal, wo es nach Hause geht. Alter, lass erstmal hier gucken, dass wir vielleicht nicht verrecken, weil hier ist alles voll mit Gegnern. Okay, folge mir, folge mir, folge mir, folge mir. Ab Richtung Dschungel. Einfach hier, einfach hinter mir her. Du bist hinter mir? Gut, rennen. Egal, das ist ein Gegner, scheiß drauf. Einfach ignorieren. Ab in den in das rettende Dickicht des Dschungels, was gar nicht wirklich so ist. Sondern eigentlich noch viel tödlicher ist. Würdest du so nur auf deinen Kopf fallen? Wer fällt auf meinen Kopf? Dann sind die einfach nur von den Bäumen auf den Kopf. Die wilden Baumcreeper. Ja. Wildes Baumcreeper. Okay. Ein Baumcreeper. Da ist zum Beispiel ein Baumcreeper. Da war ich nur mit ihm aus. Weil ich meine, sein Gesicht hat mich schon... Ups, sorry, das warst du. Kacke. Tut mir leid. Nicht so schrecklich. Ja, für einen kurzen Moment sahst du so schrecklich aus. Alter, was kommt denn da alles an? Schnell auf die andere Seite. Schneller, schneller, schneller. Ich bewerfe ihn mit verfaultem Fleisch. Und mit Spinnenaugen. Ah, nee, das bist du.
Und schnell weg. Kommen wir doch in Du kommst in Frieden. Frieden. Und weg, 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 weg. Oh, ich muss mal gerade was essen. Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Ich gucke eh gerade mal, dass ich ein bisschen Platz mache, weil sonst komme ich nicht weiter. Alles geht. Ich habe noch. Ne, ich muss auch mal was essen. Immer dieser Monster-Dschungel, ey. Schlimm. Und das Lustige ist, wir haben, egal welche Richtung wir laufen, wir haben immer Dschungel. Stimmt. Hier sieht schon mal freier aus wieder. Ah, pass auf, da ist noch ein Enderman. Und ich laufe natürlich genau in die Richtung. Auf, Enderman. Nicht angucken. Und ein Zombie. Und hep, 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 hep. Okay. Wo sind wir jetzt? Jetzt einen Kompass haben, ich habe einen dabei. Du hast einen Kompass dabei, der uns nach Hause führt. Pass auf, hinter dir. Guck mal, da war gar nicht so schlecht. Hui. Pass auf. Alter, ein Loch. Was ein Loch mitten im Boden. Der Kompass zeigt zu unserem Zuhause, ne? Keine Ahnung, wohin der zeigt. Wir sind auf jeden Fall Richtung Westen gerade weggegangen. Ja, es ist auch ungefähr hier die Richtung, die ich gehen wollte. Also von daher müsste es in etwas stimmen. Ja, das sieht. Ja, doch, das ist gut. Ja, wir sind wieder richtig. Da ist das Ding, was wir uns vorhin gebaut haben. Ach, der Sch ja, Der okay. Kompass zeigt aber zu dem Spawnpunkt, den wir ganz am Anfang mal hatten. Jetzt zeige ich nicht zum Bett. Weiß gar nicht, ob der zu einem Spawn. Ja, Der der zu einem ist. Spawnpunkt, zeigt er nicht einfach nur richtigen Norden und Nee, so nee, weiter? der ist auf den Spawnpunkt geeicht. Wo bist du? Hinter dir. Da. Das hinter mir. Nee, wir müssen in die Richtung und der zeigt jetzt nach rechts. Na, wir haben Empfang. Empfangskomitee. Hier über den Berg und dann sind wir schon fast da. Oh, noch mehr Creeper. Doch nicht über den Berg. Am Berg vorbei besser. Hä? Spinne. Spinne. Pfui, Spinne. Ah, es wird wieder Tag. Essen. Futter, Futter. Autsch. Töte ihn. Ja. Ich trete ihm in den Rücken. So, sie ist wirklich gerecht. Apropos Essen, da läuft welches. Ah, das sind die Kürbisse. Okay, wir sind gleich da. Es ist nicht mehr weit, Maisel. Es ist nicht mehr weit. Hier sind Thank so God. viele Creeper. Einfach an den Kühen, zwischen den Kühen hindurch. In die Richtung. Ja, Kompass zeigt aber echt in die falsche Richtung. So, hier durch. Durch den Fluss. Den Fluss des Todes. Den Fluss des Todes. Todesfluss. 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 Tötet alle. Weil es muss. Okay. So, siehst du das gleiche wie ich? Ho Ja, Homus weh Homo. Hause. Also ich würde sagen, als allererstes erstmal Behutsamkeitsspitzhacke reparieren. Welch?
Könnte ich machen. Ich habe Level Wir brauchen Level 37. 27 dafür, wahrscheinlich mittlerweile 28 oder so, aber tu das mal. Es wäre, glaube ich, eine gute Investition, das endlich mal zu machen. Dann wäre man endlich mal da wieder auf einem besseren Gang, auf einem besseren Weg. Was regnet's? Will das Spiel mich. Ja, 21 hat sie jetzt wieder Ah, fast voll nice. gemacht. 20 Level, aber dafür ist sie jetzt erstmal wieder Das ist gut doch gut. zurecht. Das ist fein. Dann ist ja gut. In den. Erstmal den ganzen Kram hier loswerden. Gute Idee. Das ist eine gute Idee. So, wo haben wir den Lehm reingepackt? Hier. Ja, ich hatte schon alle Lehmsorten. Langweilig. Ist ja doof. 34 Diamanterze 34 und Diamanterze. Weißt du, was ich jetzt baue? Ich gehe jetzt Zuckerrohr abbauen. Ohne Flachs. Was habe ich denn hier? Ich habe doch hier schon Zuckerrohr drin. Ja, genau. Wie viel? Was brauche ich nochmal für Papier? Ja, Rohr sonst nichts, ne? und auch nicht. Ne, okay. Alles klar. Okay, aus 3x64 Zuckerrohr kriege ich 3x64 Papier. Und ja, das Papier. Und aus Papier kann ich so erstmal nichts machen, ne? Eigentlich. Sehe ich Ich richtig, erstmal ne? nicht. Gut, dann nehme ich jetzt mir eine Kiste und stell die irgendwo hin. Hier ins Lagerhaus, weil gerade kein Platz mehr da ist. Und am besten. Was? Ich stelle jetzt einfach mal da hinten hin, ist egal. Das ist jetzt so temporär und dann mache ich die voll mit Papier. Aber dann sollte ich auch nicht das Ding da hinsetzen, sondern. Wo packe ich das hin? Haben wir da hinten nicht noch beim Zuckerrohr? Da ist auch eine Kiste, ja. Ich weiß nicht, wie Ich habe viel eine Platz neue da noch drin dabei. ist. Geht mir jetzt ja erstmal nur ums Prinzip. Da hinten ist noch Zuckerrohr und dann gehe ich den anderen Zuckerrohr auch mal abernten. Hier ist ja auch noch ein bisschen was. Hier am Ufer. Jetzt habe ich den komplett abgeerntet. Wollte ich gar nicht. Egal. Nicht so wichtig, dass er hier wächst. Er muss auf der anderen Seite wachsen. Der andere Zuckerrohr ist sehr interessant. Im großen Feld. Quasi. Da will ich mal das Feld ernten, ne? Das Sieht mal. aber nett aus hier, das Tropenhaus. Das ist echt gut geworden. Vor allem in der Mitte mit dem. Bin sofort wieder da. Jo. Was ich sagen wollte, in der Mitte mit diesem Bogen hier. Diesen Gläsern finde ich super. Sieht gut aus. Der sich jetzt mal unterstellt. Schuft. Gibt's ja wohl nicht. Da hätte ich eine Werkbank. Ja, sehr gut. Sehr gut. Geht ganz schön schnell, ey. Leute, ich sag euch das, das ist ganz schön flott. Nein, das war zu viel. Das war nicht gewollt, ich darf aber definitiv nicht da reinfallen, wie man sieht. Denn sonst kill ich das alles. And he's back. Nice. We're back in business. So, jetzt muss ich noch, dass ich auch alles einsammle. Hier nichts vergessen. Gut, da hat sich ein Zuckerrohr davon gemacht. Das wollte nicht eingesammelt werden. Es wollte nicht, es wollte nicht.